Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. Was? Ja, das haut manchmal dann nicht richtig hin mit schnellen Bewegungen. Ah, gut. Und jetzt nochmal. Noch? Ich muss Anfängerglück ausschließen. So, und dann... Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Benutze den Haken beim Fallschirmsprung. Klinke dich ein und ziehe dich durch die Luft. Wie fliegen. Coole Sache. Was? Oh. So. Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Psst. Ach, Quatsch. Ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut. 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 Was hast du mit mir gemacht? Ah. Der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Mhm. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Mhm. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatschan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja, dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Ohne rumballern. Okay. Halte L1 gedrückt. Das war's. Ich gehe rein. Okay. Das. So, warte mal, einfach das und gut. Und dann haben wir den. Hoppala. Nee, nee, nee. Drückt halt nicht. Muss jetzt echt noch lernen, dass es. Ups. Okay, dann machen wir das dahin. Das. Das. Dahin. Ui. So, und dann. Das. Nach. Da. So. Was haben wir denn noch Schönes hier? Oh, Stromhäuschen. Stromhäuschen können wir auch dran glauben lassen. So, das. Und da. Und nur machen.
dann das dahin und bumm. Nee, macht's nicht bumm. Wieso macht's nicht bumm? Mensch, ist doch das und das und das und zack ab. Ach, der mehrere geht auch, okay. Gut, und dann machen wir das da. Das nach da. Habe ich mich verzählt. Nach da. Und oh. Oh, 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 oh. Ich war zu nah dran. Okay, doch noch. Cool. Haken funktioniert jetzt. Außerdem erbitte ich Unterstützung. Schicke dir neue Koordinaten. Das Spiel ist echt abgefahren. So eine schlampige Arbeit. Die Fireball ist durchlässig wie ein Sieb. Ist dieses Netzwerk von Affen entwickelt worden, oder was? Unpraktisch, na was soll's. Du hättest mich auch rufen können. Ein Angriff steht bevor. Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag. Für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel soll das werden? Fertig. Du hast jetzt ein Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Abhang. Wow, 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 wow. Flieg zur Brücke. Ich hoffe, es funktioniert. Für uns beide, Rico. Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Ich hoffe, es funktioniert. Die ist aber auch sehr optimistisch. Um es mal milder auszudrücken. So, ich soll jetzt da fliegen. Wartet mal, ich muss gerade hier noch schnell mal die Helligkeit höher schrauben. Ne, die lassen wir auf 50. Nacht, Tag. Ich habe immer das Gefühl, dass es zu hell ist. Ich muss mich erst an den neuen Fernseher gewöhnen. Dieser Wingsuit ist nicht übel. Oh.
Vielleicht habe ich es nicht erwähnt. Hab dir ein experimentelles Gerät GI-64 gegeben. Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Okay. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Und wie sprenge ich die? Ich bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Die Ravellus-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. Der Konvoi kann kommen. Die Ravellus-Armee wird sich fragen, was passiert ist. Oh, geil. Geschafft. Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen. Oder... Warte, mehrere Helikopter nähern sich. In der Nähe sind zwei Bodenluftraketenbatterien. Markiere Position, empfehle Umprogrammierung. Jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. Batterie ist unter Kontrolle. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich! Hier. Keine Zeit, die Raketen zu aktivieren. Okay, das war's. So macht man sich Freunde.
Und später. Bitte kommen, Rico. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Grandmadre? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen, over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Wir? Over. Mach dir keine Gedanken über Funkgeräte. Grandmadre kocht schon. Sei pünktlich. Over. Grandmadre dreht durch! Beeil dich! Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Grandmadre. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Grandmadre. Grandmadre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich hab auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? Nein, so ist das nicht. Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht. Wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Grandmadre, wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Okay, ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Vis Electra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in 3-4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Und jetzt kann ich hier Chaos stiften, oder was? Hallo, Rico.
Willkommen zurück in Medici. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Mario sagt, du hast vor, Manea zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. Okay. Ach so, jetzt soll ich hier auf der Landkarte kicken. Wie lange nehme ich schon auf? 52 Minuten. Online. Wird durchgeführt. Ach so, dafür brauche ich online oder so. Ja, ich weiß nicht, Leute, sorry, aber irgendwie haut mein Internet gerade hin, nicht hin. Aber das kann natürlich auch sein, weil jetzt ist der 1.12. Jetzt sollte ich rein theoretisch die Nacht meine 50.000er Leitung bekommen. Rein theoretisch. Und der Laptop kackt auch ab und, ach, naja. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da soll ich hin. Ja, dann machen wir das doch einfach. Ja, das machen wir. Ach so, da ist... Ah, okay. Okay. Dann machen wir einfach das. Das kann ich nicht machen, okay. Kraftwerk. Oh, da bin ich jetzt aber böse auf die Fresse gefallen. Wie die Ravello diese schöne Stadt zugrunde gerichtet hat. So. Die Polizeistationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Okay. Thank you.
jetzt mit dem Benzin, ihr Penner? Komme ich jetzt an neue Munition? Ist unterwegs. Zu eurer Position.